Als Thorolf sein Haus betrat, begrüßte ihn Asler mit einer innigen Umarmung. Sie hatte mit Ilka Walfleisch in Scheiben geschnitten und in der Pfanne gebraten. Es roch herrlich. Thorolf lief das Wasser im Mund zusammen, und er setzte sich mit großem Appetit an den Tisch, auf dem bereits 3 Becher, 3 Holzbretter und 1 Krug Bier standen. »Für wen hast du noch gedeckt?« fragte er Asler, als diese sich ihm gegenüber niederließ. »Das wirst du heute Abend noch früh genug erfahren, Liebster. Lass dich überraschen.« Ilka brachte die große Pfanne mit dem gebratenen Walfleisch. Asler legte 3 dicke Scheiben auf das Holzbrett für den unbekannten Gast. Thorolf runzelte die Stirn, fragte aber nicht weiter, als sie einen Finger auf ihren geschlossenen Mund legte. Während der Mahlzeit erzählte er ihr von seinem Treffen. Asler hörte aufmerksam zu. »Glaubst du, sie werden mit uns kommen?« Thorolf schnitt mit seinem Messer ein Stück des würzigen Walfleisches ab und steckte es sich in den Mund. Während er genüsslich darauf kaute, nickte er. »Unser Angebot hat sie überrascht. Doch jetzt haben sie eine Wahl. Wer nicht mit meinem Vater auf Viking gehen möchte, kann mit uns nach Katan segeln. Nicht viele der Oberhäupter sind auch erfahrene Krieger. Ich glaube, die meisten werden sich uns anschließen.« Ilka hängte den Kessel über dem Feuer ab und schleppte ihn in den im Schatten liegenden Teil des Hauses. Wenig später lief sie nach draußen, füllte ihn mit Schnee und hängte ihn wieder über der Feuerstelle auf. Thorolf beobachtete sie nun schon zum 2. Mal bei dieser Tätigkeit. »Sag mal, was macht Ilka eigentlich mit dem vielen Wasser, das sie erwärmt?« »Das ist Frauensache«, antwortete Asler spitzbübisch. »Männer müssen nicht alles wissen.« Thorolf grinste. »Dies scheint ein Abend voller Geheimnisse zu sein.« Als sie ihr Abendessen mit Käse beendet hatten, meinte Asler, »So, jetzt zeige ich dir etwas.« Sie griff nach einem bereitliegenden Holzstäbchen, das auf einer Seite spitz und auf der anderen Seite ausgefranst war, öffnete den Mund und reinigte damit geübt, abwechselnd beide Seiten nutzend, ihre makellosen Zähne. Danach nahm sie einen Becher, spülte mit seinem Inhalt ihren Mund und schluckte ihn hinunter. Nachdem sie diesen Vorgang wiederholt hatte, sah sie Thorolf mit gespielt strenger Miene an. »So, das machst du jetzt auch, mein Lieber.« »Warum sollte ich?« »Weil ich nicht möchte, dass deine Zähne faulen und ausfallen und du irgendwann, wie mein Fast-Ehemann Hafur, grässlich aus dem Mund stinkst.« »Aha«, meinte Thorolf. »Du bist die Heilerin und wirst es wissen. Dann gib mir mal so ein Hölzchen.« Während er seine Zähne säuberte, erklärte sie, die weise Oda habe ihr das beigebracht. Es könne nicht gut sein, habe sie gemeint, wenn Essensreste im Mund verfaulten. Thorolf nahm den Becher mit der geheimnisvollen Flüssigkeit. Sie roch gut, nach Minze und einem Kraut, das er nicht identifizieren konnte. Nachdem er seinen Mund damit gespült hatte, fühlte er sich angenehm erfrischt, und er gestand sich ein, dass Aslers Methode der Zahnreinigung keineswegs unangenehm war.